Also Shopping-Clubs sind ein riesengroßer Trend, weil wir bisher erkannt haben, dass 20-25% aller Kaufentscheidungen rational sind an der realen Welt. Und ein Amazon dafür eigentlich die beste Webseite ist. Wir versuchen, die anderen 75-80% abzudecken und versuchen damit durch diesen Job, durch das Shopping-Club-Format eigentlich Erlebniswelten zu kreieren. Das heißt, wir versuchen Mechanismen mit einzubauen, wie Mobile, wie Social, wie ein Blog, die einfach dazu motivieren, länger Zeit auf der Website zu verbringen und zweitens, die auch nochmal eine Ereigniswelt kreieren, die einfach sehr, sehr positiven Einfluss auf das Kaufverhalten der Leute hat. Was wir sehen, ist, dass wir wirklich, klar, E-Commerce ist eins beherrscht. Ja, das heißt, wir schauen uns an, okay, was sind irgendwie die wichtigsten Marketingkanäle, wie konvertieren die Leute über die Zeit, was für ein Produktportfolio haben wir. Aber damit ist es nicht getan. Worauf wir noch achten, sind drei weitere Faktoren. Und zwar erstens, dass wir eine Brand aufbauen, weil Loyalität im E-Commerce bisher noch nicht wirklich existiert. Was damit zusammenhängt, dass man nicht so sehr in die Brand und den Aufbau von langfristigen Beziehungen mit Herrschern, mit Kunden investiert hat. Zweitens, Social, die ganze Komponente, was man bei uns machen kann, ist, man kann schauen, was Leute gerade derzeit auf der Seite machen, man kann filtern nach Produktkategorien, nach Farben, danach, was Freunde gekauft haben. Und wir sehen, dass dreimal so viele Bestellungen über diese sozialen Elemente bei uns einkommen, als für einen normalen Besuch. Und das Letzte ist, dass wir glauben, dass Mobile, iPads, interaktive Formen, egal über welches Medium, auch integriert werden sollen in das Erlebnis. Was wir zum Beispiel sehen, ist schon am Wochenende, wir sind ja im Flash Sales Business Shopping Club, am Wochenende viel weniger Leute über einen Browser einkaufen, sondern viel mehr Leute über den Mobile-Bereich, ja, über das Smartphone. Und das Gleiche bei iPad-Nutzern, dass da einfach viel ein höherer Customer Lifetime Value ist und das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen und gemeinsam alle Medien, alle Geräte integrieren. Was wir natürlich machen, um Mitglieder langfristig an uns zu binden, ist, wir wählen eigentlich Produkte aus, die nicht umsatzgetrieben sind, die nicht heute am besten Umsatz machen, sondern versuchen, unser Geschäft eigentlich wie in der Offline-Welt, wie jeden Tag neue Schaufenster zu präsentieren. Ja? Das heißt, was reißt mit, was ist emotional, was bringt Leute zum Lächeln? Und das ist eigentlich der Erfolg, um langfristig loyale Mitglieder von sich zu überzeugen, erstens. Und zweitens natürlich, um dann eine Marke aufzubauen. Und das ist uns wichtig und darauf fokussieren wir uns. Und damit sind wir eigentlich relativ erfolgreich gefahren bisher. Wir sind ja auch nicht umsonst das am schnellsten wachsende E-Commerce-Unternehmen der Welt mit über 4 Millionen Mitgliedern jetzt schon. Und wollen natürlich auch weiterhin diese neuen Innovationen berücksichtigen und mit aufnehmen in unser Konzept.